Neuss. Mein Name ist Reinhard Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss. Ich habe gehört, ich soll mich hier hinstellen, damit es keine Rückkopplung gibt. Ja, ich möchte euch und Sie herzlich willkommen heißen hier am Rathaus der Stadt Neuss zu einer Demonstration, die heute ja auch verschiedene Städte zusammenführt. Wir sind ja nicht nur Neusserinnen und Neusser hier, sondern aus dem ganzen Niederrhein, aus Düsseldorf, vom Dorf an der Düssel kommt man auch rüber dann nach Neuss. Und als Bürgermeister nehme ich das sehr ernst, was hier die Schülerinnen und Schüler und die Bewegung Fridays for Future auch an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss, auch an die Politik, auch an den Bürgermeister adressiert. Denn wir wissen auch, Klimawandel findet statt in der Stadt Neuss weltweit und auch hier ganz konkret vor Ort. Da muss man aus meiner Sicht nicht zwingend den Klimanotstand ausrufen, sondern entscheidend ist, dass man etwas tut gegen den Klimanotstand und dass wir gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir wirklich wirksame Maßnahmen ergreifen können, damit wir den Klimawandel halbwegs beherrschbar bekommen. Als Stadt haben wir nur beschränkte Möglichkeiten, aber wir haben Möglichkeiten und wir nutzen sie auch. Wir haben ein Klimaschutzkonzept schon 2014 auf den Weg gebracht, 2016 verabschiedet, wo verschiedene Zielsetzungen und Maßnahmen beschrieben sind, natürlich im Bereich der Energiewende, im Bereich der Verkehrswende, wo wir mit verschiedenen Maßnahmen Beiträge dazu leisten wollen, wie wir den CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Ich nenne nur wenige Beispiele. Gemeinsam mit den Stadtwerken setzen wir uns natürlich dafür ein, dass wir grünen Strom hier haben. Das haben wir in Neuss. Wir können sagen, dass wir zu 100% grünen Strom an die Bürgerinnen und Bürger verkaufen. Aber ja, es ist ein wichtiger Schritt, aber kann nicht der alleinige sein. Wir setzen uns auch dafür ein, dass wir stärker selbst in die Produktion von regenerativen Energien kommen. Das kann man hier mit Windenergie nicht überall machen. Das müssen wir auch an anderen Stellen unterstützen, an der Nordsee oder an anderen Stellen. Wir müssen aber auch noch stärker in Energieeffizienz reingehen. Wir müssen sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger Anreize erhalten, selbst das zu tun, was am besten ist, nämlich die Energie erst gar nicht entstehen zu lassen, die man verbraucht, beziehungsweise energieeffizient zu handeln. Wir sind mit den Stadtwerken genauso auch dabei, mit der Politik gemeinsam Wege zu gehen, wie wir den ÖPNV stärken können. Wir müssen mehr leistungsfähigen und bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr haben, sodass eine wirkliche Alternative ist. Und deswegen versuchen wir, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken und auch mit Maßnahmen, die wir miteinander diskutieren müssen, diesen attraktiver zu machen, genauso wie das Radfahren. Da sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Wir sind Stadt mit einer Auszeichnung als Rad- und Fußgängerfreundliche Stadt. Ich sehe das nicht als Prädikat, sondern als Auftrag, dass wir daran arbeiten müssen, es stärker zu machen. Gestern erst haben wir hier Auszeichnungen verteilt für das Stadtradeln. Viele Schülerinnen und Schüler haben sich daran beteiligt. Allein das Norfer Gymnasium hat 46.000 Kilometer erradelt und dadurch über 6,5 Tonnen CO2 erspart. Das ist eine großartige Leistung, deswegen unterstützen wir das aktiv, dass wir mit dem Rad unterwegs sind. Wir haben vor, das Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss neu aufzulegen. Wir wollen aber die Schülerinnen und Schüler und euch mit einbeziehen in die weiteren Überlegungen. Deswegen haben wir schon Vertreterinnen und Vertreter von euch im Rathaus gehabt. Ich hatte die dazu eingeladen. Wir sind in die Diskussion eingestiegen. Wir müssen die Diskussion fortsetzen. Deswegen werden wir Anfang September ein Klimacamp durchführen, wo die Schülerinnen und Schüler hier eingeladen sind, wo wir einen ganzen Tag lang nach Möglichkeiten und Wegen suchen wollen, wie wir unser Klimaschutzkonzept verbessern können. Das soll dann einfließen eben in einer Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, wo wir dann in die Diskussion gehen müssen, was sind die wirksamsten Maßnahmen. Also, ich sage, wir nehmen Klimaschutz ernst, wir nehmen auch die Bedenken und Hinweise von euch mit und wir wollen Maßnahmen ganz konkret diskutieren, wie wir das Problem angehen können, aber auch nicht nur auf kommunaler Ebene. Wir müssen hier auf kommunaler Ebene etwas machen, aber wir müssen auch an Land, an Bund, an Europa und an die Welt adressieren, dass das nicht unser alleiniges Problem ist, sondern dass wir es nur gemeinsam schaffen können. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch diese Demonstration etwas bewegt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr die Zeit nutzt, um euch auch ein bisschen mal zu entspannen. Schöne Sommerferien und wir sehen uns dann spätestens danach wieder, um gemeinsam dafür einzustehen, dass wir unsere Welt ein bisschen besser machen. Herzlichen Dank. Lieber Rainer, herzlichen Dank, dass du zu uns gesprochen hast. Das ist nicht selbstverständlich, dass der Bürgermeister heute länger macht. Er ist
zu euch gekommen, er hat sich die Zeit genommen und ich erwähne das deswegen, weil ich gestern Nacht in Köln war und die Frau Reker hat mit den Fridays for Future Köln noch nicht mal gesprochen. Und ich bin extra dahin gefahren, weil ein paar Leute aus Köln, aus Hamburg und von so einer schönen Organisation mit so einem X, die werden heute auch teilnehmen und mir war wichtig, die einfach mal kennenzulernen. Ja, deshalb vielleicht noch ein Wort, Rainer. Wir waren auch mal so alt wie ihr. Sieht man vielleicht uns heute nicht mehr so an, aber wir kennen uns jetzt 25 Jahre, ein bisschen mehr. Und der Rainer war halt Juso-Vorsitzender, zusammen mit dem heutigen Fraktionsvorsitzenden als stellvertretender Juso-Vorsitzender. Wir haben damals schöne Aktionen zusammen gemacht und vielleicht eine Motivation für euch. Bleibt dran, bleibt so aktiv und ich freue mich auf den nächsten Teil. Gleich wird's spannend.